Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Europa Universalis 4 in einem der spannendsten Kriege, die ihr, glaube ich, hier je gesehen habt. Denn bisher war es ja immer so, Österreich und Italien zusammen waren eigentlich immer kaum zu schlagen. An der Stelle auch mal einen Gruß an Game Allianz, der wie immer auch wieder dabei ist. Hallo. Guten Tag. Aber jetzt in dem Fall bin ich hier eigentlich so gut wie allein gegen Frankreich im Krieg, denn die Spanier haben lange Zeit nichts gemacht und alles, was sie gemacht haben, jetzt ist diese zwei lächerlichen Provinzen besetzt und jetzt stehen sie da dumm rum mit 45.000 Mann. Und werden besetzt von den Franzosen. Ich glaube, ihr versteht meinen Unmut. Ich brauche mal einen neuen Händler. Der einen Handel zurückerobert, bitte. Von Alexandria nach Venedig leitet. Ich kann schon wieder unendlich viele Männer rekrutieren. Oh. Muss mal gucken, wie viel würde das bringen? Blöde Franzosen. Oh, was ist denn hier? Ein Darlehensangebot aus Bremen. Ich bekomme 25 Dukaten von denen als Darlehen. Oh, wie süß. Da fällt mir gerade ein, in Südamerika herrscht ja auch noch Krieg. Deswegen werde ich jetzt hier mal ein bisschen was besetzen. Die haben mich schon wieder angegriffen. Ich habe nur noch 2000 Mann. Ich habe noch 2000 Mann. Von ursprünglich 6000 Mann übrigens. Da steht. Ja, Paul von Lettow-Vorbeck. Ich glaube, die Disziplin, die ich mir geholt habe. Oh, Frankreich bietet mir Frieden an, aber die wollen bestimmt richtig viel haben. Ich schaue erstmal, was ich für einen Frieden machen könnte. Ah, es ist ein minus 18 Kriegsstand. Ragusa könnte ich umleiten. Nee, Geld wollen sie leider nicht. Wollen sie Verträge aufkündigen mit Spanien? Ach, das reicht ihnen. Bosporus. Warte mal, wir schauen mal kurz, was sie uns senden. Italien tritt Draguignan an Frankreich ab? Niemals. Abgelehnt. Oh. Eine Provinz, auf keinen Fall. Naja, vor allem, ich habe doch jetzt jede Schlacht bisher gewonnen. Wieso soll ich den Frieden annehmen? Nur weil die Spanier nichts drauf haben, weil sie so dumm sind selbst. Also mit den Spaniern, wenn die richtig Krieg führen würden, wenn du jetzt die Spanier wärst, wir würden hier locker gewinnen. Locker. Aber nein. Ich meine, der Krieg macht mein Land fertig und alles, aber egal. Das ist jetzt ein Prinzip. Ja, die Italiener schrecken nicht zurück. Die Italiener sind stolze, tapfere Krieger, die hier kämpfen bis zum letzten Mann. Das sind halt echte Römer noch. Oh, Inka-Reich. Ja, und bald fällt halt Roussillon. Die wollen sich bestimmt Roussillon dann holen, die Franzosen. Wie immer. Lützelburg, wo ist denn das? Oh, die haben halt noch nur so. Oh, die haben 8 Großkampfschiffe. Ich habe eigentlich dagegen keine Chance. Ich habe halt hier Galeeren. Ja, sie haben sich Roussillon geholt. Stimmt. Ich glaube, jetzt muss ich mich zurückziehen. Aus Provence. Ja, verdammt. Ah, bitte Mailand. Komm schon, Mailand. Ja, die marschieren nach Provence. Oh Mann. Ist doch gar nicht. Aber wie soll ich nochmal 37.000 Mann mit einem 2-Sterne-General von denen besiegen? Ich will nicht. Ich habe, glaube ich, schon über 100.000 Mann von denen besiegt, theoretisch. Ja, jetzt sind sie wieder Avignon ja besetzen. Schade, dass du dieses DLC nicht hast, wo die Verluste angezeigt werden. Was? Wieso mache ich Minus? Ey! Jo, da stand gerade Minus 20. Das ist. Ey! Das ist gerade voll gemein. Da stand, meine Armee wurde gerade gewiped. Shit. Da stand gerade, ich würde eine Stabilität verlieren. Ich habe 2 verloren. Was für ein. Skandal. Skandal. Oh mein Gott. Wann stirbt dieser Engländer endlich? Ich will, dass der Typ stirbt. Ich muss jetzt leider wieder Söldner bauen. Aber es gibt ja die eiserne Bank in diesem Spiel, deswegen ist das kein Problem. Musstest du gerade Darlehen aufnehmen? Noch nicht. Aber ich meinte damit eigentlich dich. Mit der eisernen Bank von Braavos. Ich bin die eiserne Bank. Absolut. Klar. Ich werde mich nämlich gleich wieder in den Kampf mit 38.000 Franzosen stürzen. Und hab nur 1-Sterne-Generäle. Ach, Handelseinfluss übertragen, Oh, die bekommen immer mehr Nachschub. Hier jetzt. Da leite ich um. Aber ich mache echt minus 20, wie kann denn das sein? Das ist nur die Armee, die so teuer ist, oder? Ja gut, die Pirater. Ah, die Kolonien hier aber auch. Die Kolonien ist ein bisschen blöd. Ja, stimmt, das sind vor allem die Kolonien, die mir hier Minus machen. Oh. Jeder an. Ich soll mal bitte schneller kolonisieren hier. Wieso habe ich jetzt auf einmal Anführer minus 1? Ja, juckt mich nicht.
Ich muss immer noch 3000 Mann wieder auf Dingsen. Solche hier kommen 71% Mailand. Ja, danke schön. Danke für nichts. Wieso mache ich Minus? So, jetzt marschieren wir wieder nach Avignon. So wahrscheinlich. Bis jetzt habe ich auch jedes Mal mit dem Geländemalus ganz gut gearbeitet, würde ich mal behaupten. Hä, wieso habe ich jetzt so viele militärische Anführer? So was Blödes. So, soll ich oder soll ich nicht? Ist hier die Frage. Soll ich angreifen? Ich dachte sein oder nicht sein ist die Frage. Ja, in dem Fall ist, soll ich die Franzosen angreifen oder nicht? Das ist hier die Frage. Ich warte mal noch rein. Och, klar. Jetzt kriege ich gratis Stabilität. Ich probiere es einfach mal. Hä, müsste ich hier nicht einen Bonus bekommen? Nee, das, oder? Nee, hä? Weil die haben doch meine, die haben meine Dings angegriffen. Wieso bekomme ich hier keinen Bonus? Wahrscheinlich, weil du aus den Bergen heraus das Tal angreifst. Du würdest dann wahrscheinlich einen Geländemalus kriegen, aber der wird jetzt nicht eingerechnet, weil die Franzosen Angreifer sind. Hä, aber ja eben, aber normal... egal. Ich glaube, ich gewinne die Schlacht trotzdem. Ach. Hast du eigentlich Ahnung, was das Modden in diesem Spiel angeht? Nee, keinen Plan. Ich hatte mir nämlich mal überlegt, vielleicht meine eigene Mod zu schreiben. Oh, wir haben gewonnen, Leute, wir haben gewonnen. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen offensiv Lyonnais besetzen. Kolonisiert Amapa. Yay. Meine Mission ist erfolgreich. Der Rivale unseres Rivalen, Österreich. Ich werde mal die Beziehung mit dir verbessern, da ich dich so sehr mag. Ich muss mich hier gleichzeitig nämlich auch noch um den Krieg in Südamerika kümmern. Italien ist ein menschlicher Spieler. Seine Haltung gegenüber Österreich ist allein seine Sache. Nicht schlecht. Globaler Handel, das ändert alles. Ui. Oh, wo kam das denn jetzt her? Verdammt, ich bräuchte eigentlich die diplomatische Idee noch. Nein, nicht gut. Boah, ich habe viel zu viel Autonomie. Ich habe gerade ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass die Franzosen mich jetzt in Lyonnais angreifen. Ich sehe es nämlich nicht. Ich sehe nur, wenn es zu spät ist, wenn sie kommen. Wo ist die Institutionsverbreitung? Wo kam das her? 5000 Mann an, das sollte ich ja eigentlich hinbekommen. Verdammt. Tangier? Muss mich zurückziehen, leider. Nein! Boah, genau wo ich mich zurückziehe, greifen sie mich an! Was soll denn das? Na, jetzt werde ich, glaube ich, fertig gemacht von den Franzosen. Boah, Portugal hat schon zwei Institutionen zum Anfang. Wann kann ich mich zurückziehen? 26. April, bitte, bitte, bitte. Februar meine ich. Rückzug. Rückzug, ja. Ich konnte mich noch zurückziehen. Puh. Verdammt, jetzt haben sie die erste Schlacht hier mal gewonnen und es gibt eine Revolte. Ja, oh Gott, das Zeitalter der Reformation. Leute, sie wollen Frieden. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Das war dieser entbehrungsreichste Krieg der Geschichte Italiens, ohne dass irgendwie eine Provinz oder irgendwas gewonnen wird. Nicht mal Geld bekommen wir, aber wir machen Frieden. Und jetzt lassen wir endlich Spanien allein. Spanien, wo wir das Treuebündnis ehren wollten, ihnen geholfen haben und die nichts gemacht haben. Sie haben uns einfach Italiener sterben lassen. Tausende, Zehntausende. Und die Spanier haben keinen Tropfen Blut vergossen. So, weißer Friede. Zack. Die können mich mal jetzt, die Spanier. Die sollen jetzt fertig gemacht werden von den Franzosen. Verräter. Das ist einfach nur Verräter. Entschuldigung, ich bin dir leider ins Wort gefallen. Was wolltest du sagen? Ich hab's vergessen. Oh, sorry. Das tut mir leid. Warte mal, jetzt habe ich hier noch. Möchtest du noch mal Rebellen angreifen? Je nachdem muss ich jetzt eigentlich das wissen. Nee, okay, dann muss ich meine Söldner noch behalten. Gut, also jetzt hat den Erbfolgekrieg können wir vergessen, aber den gibt's ja eh nicht mehr, ne? Haben wir ja gesagt. Nein! Oh, das hört sich aber nicht so gut an. England hat einen Nachfolger. Ah, oh je. Und der ist halt abgeguckt. Wetten, dass er jetzt gleich stirbt? Ich habe das Gefühl, der stirbt jetzt gleich. Oh Gott, nein. Mist. Ich glaube, ich werde dann als nächstes in Neapel mal die Festung auflösen. Die kostet mir zu viel Geld. Wie kann... Es muss irgendein entfernter Verwandter sein, der ist 0 Jahre alt.
Ich glaube nämlich nicht, dass ein 58-Jähriger. Ach, 58-Jähriger, das geht schon. Ja. Baden ist jetzt halt hier noch möglich. Mit 23 Jahren ist alles, was möglich ist. So, Leute, wir haben endlich mal wieder Frieden nach Ewigkeiten. Kriegsmüdigkeit sinkt, wir haben die Rebellen besiegt. Lang lebe Italien. Und ein Erbfolgekrieg steht auch außer Frage. Ja, den hätte ich eh nicht gewonnen, deswegen ist vielleicht ganz gut so. Dann erhol dich mal so 10 Jahre oder so, oder kürzer, dann geht's gegen die Osmanen. Ja, ich muss erstmal meine ganzen Söldner auflösen, das kostet mir gerade zu viel. Boah, jetzt habe ich vielleicht echt nur noch... Ich habe derzeit 41 Regimenter, echt? Ich dachte, ich... Mit wem sind... Wo sind denn die anderen bitte alle? Die Osmanen haben keine Verbündeten. Warte mal, wo habe ich denn die Ansprüche? Aber sie haben Ansprüche auf mein gesamtes Gebiet in Afrika. Ich habe übrigens jetzt mittlerweile auch sehr viele Ansprüche auf Tunesien. Das ist nicht schlecht. Da wird es dann bald wieder Krieg geben. Die sind nur mit Sus verbündet. Aber jetzt muss ich mich erst mal erholen. Schau mal, die Franzosen kämpfen gegen die Spanier und die Spanier gewinnen. Zu früh gefreut. Jetzt kam die richtige französische Armee. Aber es ist knapp. Es ist sogar sehr knapp. Obwohl... Oh, ja, die Spanier haben gewonnen. Verrückt. Obwohl die Franzosen mehr hatten. Die hatten mehr... Ich hab mich verschaut. Ich hab mich schon gewundert. Nee, die Franzosen haben gewonnen. Ja, das ist jetzt das Ende von Spanien. So wie wir es kennen. Die Franzosen werden jetzt da einmal aufrollen. Wie steht eigentlich dein Tech-Fortschritt? Ja, leider bei der Diplomatie zu weit unten. Aber bei Admin bin ich sehr hoch, bei 16 und bei Militär auch 16. Aber alles Diplo, 16. Diplo 14. Diplo bräuchte ich eigentlich 5. Diplo habe ich 14 und da bräuchte ich 15, weil Kolonialwachstum plus 15 und Kolonialreichweite 50. Das ist das Wichtigste noch für mich jetzt als Kolonialnation eigentlich. Warte mal. Soll ich den Militärberater raushauen? Ja, ich glaube, den haue ich raus. Ich habe immer noch zwei potenzielle Provinzen, die ich kolonisieren könnte, aber ich habe keine Kolonisten. Den für den Prestige haue ich auch raus und dafür hole ich mir den hier. So, jetzt müsste ich auch wieder Plus machen. Meine Kolonien kosten mir jetzt minus 16, leider. Ich hole mir mal eine defensive Idee, militärischer Drill, Moral der Armee plus 15%. Ist eigentlich... Was ist denn das Terror Grünland? Eigentlich wäre doch die Festung in Dauphin viel schlauer als in Avignon, oder? Berge ist besser als Hügel, ja. Berge würde es sehr viel... Oder? Vom Geländebonus wäre das noch besser. Darf ich mal kurz was fragen? Ja. Wie hoch ist deine Armeedisziplin? Ich habe jetzt meinen Berater entlassen. Dann ist sie niedriger. Warte, ich schau nach. 105. Mit meinem Berater war sie 110. Ja gut, 115% bei mir. Ja gut, du hast bestimmt ein paar... Nee, 113. So. Und die Moral? Die Moral von der Geschichte, 4,92. 6,18. Das ist mal ein Unterschied, okay? Ich hätte keine Chance, ich könnte nicht mal 30.000 gegen 30.000 gewinnen. Alles klar. Und hier Tradition? Ja, da bin ich ja 47, habe ich dir ja schon mal ungefähr gesagt. Ach so, okay. 93. Da war ja was, ne? 93. Ja, wow. Ist schon krass. Und Belagerungseffizienz? Als letztes? 1. Wegen der Kriegsmüdigkeit. Normalerweise 2,3, so. das ist ja von der Armeetradition abhängig. Dann ist mir klar, dass du doppelt oder dreifach so viel hast wegen der Armeetradition. Ich hab tatsächlich genau doppelt so viel wie du. Ja, eben, das ist 4,6. Wegen der Armeetradition, ja. Ich hab grad so wenig zu tun. Ich glaube, ich starte mal Krieg gegen Italien. Aus Langeweile. Wie wär's denn mit den Osmanen mal? Ja, habe ich auch schon überlegt, aber ich habe da noch keine Ansprüche. Oder ja, dann mach mal fleißig deine Ansprüche. Beweis die Legitimität, die Mission hatte ich ja noch nie. Ey, der Russe würde sogar helfen. Na dann, auf und davon würde ich sagen, oder? Mach sie fertig. Kommst du mit? Pff,
Weißt du, wie schlecht es meinem Land gerade geht? Ich habe gerade, glaube ich, Jahrzehnte des Krieges hinter mir. Also sonst gerne. Also vielleicht kann ich irgendwann einsteigen, aber... also ich habe immer noch minus 10.000 Mann, die aufgefüllt werden müssen und ich habe null Rekrutenreserve und kein Geld. Aber ich glaube, ich wäre eh nicht so groß. Das ist natürlich schlecht. Du hast ja gehört, wie hoch meine Moral und meine Disziplin ist. Ja gut. Ja, gut. Jeder Mann, der ein Gewehr bedienen kann, ist eine gute Hilfe. Ja, Kanonenfutter und so weiter, ne? Italiener als Kanonenfutter, das ist keine schlechte Idee. Ja, ja, ja. Also, ich sollte meine 90.000 Mann auf jeden Fall hier behalten, denn ich weiß, der Osmane hat seine Hauptarmeen alle hier. Und die 5... Wieso mache ich hier dauerhaft Minus? Das ist kacke. Ich kann mir diese reißen hier. Ich hole mir jetzt hier noch ein paar Staaten. Ich kann schon gar keinen Staat mehr bilden. Dass ich noch ein bisschen Geld verdiene. Boah, ich mache echt nur... Ah, jetzt mache ich wieder Plus, okay. Jetzt läuft es wieder ein bisschen besser, Leute. Handelsabgaben bekomme ich sogar noch. Woher bekomme ich denn Handelsabgaben? Kernprovinz. Ich habe eine Kernprovinz in Rio Grande. Stimmt, die habe ich irgendwann mal erobert, glaube ich, Rio Grande. Ja, von diesem... nee. Mit wem war ich denn im Krieg? War das schon mal vielleicht mit Frankreich? Das kann sein, oder? Nee, glaube ich nicht. Sicher nicht. Ah, die haben jetzt hier... Die haben halt hier ihre Kolonialnation, Französisch-Brasilien, die mir im Weg steht ein bisschen. Yep. Aber ich werde bald auch eine Kolonialnation haben, weil ich habe schon... drei fertige Provinz oder vier eigentlich. Eigentlich ab der fünften Provinz ist es so. Das heißt, sobald hier eine von diesen drei Kolonien fertig ist, bekomme ich eine Kolonialnation in Brasilien. Amapa wird wahrscheinlich am schnellsten fertig sein. So. Gut. Schön, 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 schön. Und ich will eigentlich mal die Festung verbessern, aber ich habe halt so wenig Geld. Ach genau, darüber wollte ich doch mit dir reden. Ich weiß nicht, war das in einem DLC oder war das hier auch schon? Wenn ich jetzt in Dauphin meine Festung baue... dann sind ja dort Berge, wenn man das Gelände sich anschaut. Und in Avignon ist einfach nur Grünland. Bekomme ich dann nochmal einen extra Bonus? In Dauphin? Bestimmt, ich bin mir da nicht sicher. Ich baue meine Festung willkürlich irgendwo hin. Ja, mache ich sonst auch immer, aber ich habe jetzt gelernt, ein bisschen auch auf das Gelände zu achten. Dadurch habe ich auch den Krieg überlebt gegen Frankreich, muss ich sagen. Oh, da kommt es zur Schlacht wieder. Ich baue Spanien meine Festung in Gebirgen. Ja, aber das wird wahrscheinlich Frankreich wieder gewinnen. Ich überlege gerade, wenn ich gegen die Osmanen gehe, was soll ich denn mit denen machen? Oh, die Spanier haben hier noch 12.000 Mann und greifen nicht in die Schlacht ein. Damit könnten sie wahrscheinlich gewinnen, aber jetzt ziehen sie sich zurück. Oh. Vor allem, schau mal, die Spanier haben alles zurückerobert. Roussillon und so weiter. Und derzeit haben sie sogar ein paar Gebiete in Narbonne. Wenden die hier diesen Krieg vielleicht? Ui, Spanien hat einen Kreuzzug gegen Tunesien ausgerufen. Nur weil Portugal gegen die... Das war vielleicht doch nicht so schlau, verdammt. Ich habe jetzt gerade aus Versehen durch ein Event meinen Anspruch auf Südsardinien abgegeben. Oh, hups. Aber gut, das kann ich mir trotzdem mit Spionagenetzwerk wiederholen, weil es ist halt alles Spanisch. Das heißt, irgendwann muss ich halt auch gegen Spanien Krieg führen, ne? Ja, wenn du die Inseln auch haben willst... Will ich, aber dauert halt noch ein bisschen. Erst muss halt Frankreich... Es gibt ja kein Karthago, das du zerstören könntest. Erst muss Frankreich so gut wie möglich gestutzt werden, dass es sich lohnt. Und ich würde mal sagen, warte, jetzt 1. Oktober. Wir sind, okay, am 2. Oktober, am Ende dieser Folge angelangt. Es gab einen erfolgreichen Krieg, sage ich jetzt mal, auch wenn wir nichts gewonnen haben gegen Frankreich. Wir haben überlebt, das ist ja schon mal was. Wir mussten nichts abgeben und jetzt kann Spanien hier alleine gegen Frankreich spielen und wir erholen uns endlich wieder mit Italien. Ja, spielen. Kämpfen, ist ja gut. So, und wir schreiten immer weiter mit unserer Kolonisierung der neuen Welt voran. Also, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Gaius Julius Caesar und euer Game Allianz 24. Ciao.